Hessen. Wir feiern heute ein Jubiläum. Vor 50 Jahren, da haben die berühmten Bee Gees ihre erste Single rausgebracht. Und ich finde, das ist ein toller Anlass, um die größten hessischen Fans mal einzuladen. Das sind Anja und Detlef Wanger aus Büttelborn. Hallo. Und die sind da. Hallo. Hallo. Schön, dass Sie da sind. Ja, Sie sind Riesenfan. Sie haben eine eigene Sammlung zu Hause. Sie haben die Bee Gees auch schon persönlich getroffen. Ist es denn tatsächlich so, dass die Bee Gees dann jeden Tag irgendwie in Ihrem Leben vorkommen? Doch, definitiv. Also erstmal nach dem Aufstehen, man geht durchs Private Bee Gees Archiv und man hat überall die Schallplatten, die CDs stehen, die goldenen Schallplatten, die Platinplatten hängen an den Wänden, die Plakate, Poster, alles. Ja, man kann einfach nicht ohne. Wenn wir uns hier mal nur mal so kurz schon mal so im Studio umgucken, dann haben Sie uns ja auch schon so ein bisschen was mitgebracht, diverse Utensilien. Das ist wahrscheinlich nur ein kleiner Teil, oder, von dem, was bei Ihnen in der Wohnung ist. Ein ganz winziger Teil. Können Sie überhaupt noch zählen, wie viele Stücke, wie viele Platten, CDs und so Sie zu Hause also haben? Also insgesamt 6.500 Artikel, also Wahnsinn. Merchandising, CDs, Platten und so weiter und so fort. Seit wann sind Sie denn infiziert mit dem Bee Gees-Virus? Ja, so mich hat es 83 erwischt, als Robin seine Juliet rausgebracht hat. Und von da an war es geschehen. Und von da an auch zu den Bee Gees halt gekommen. Und von da an, also gibt es für mich eigentlich nichts anderes. Ich höre auch gerne mal andere Musik, aber Bee Gees ist halt, wir lieben nicht nur die Bee Gees, wir leben die Bee Gees. Und das wollen wir halt wirklich in die Welt hinaustragen auch damit und auch den Fans zeigen, steht dazu und... Mhm. Was macht denn die Bee Gees so besonders? Ja, diese abwechslungsreiche Musik ist nicht, sagen wir mal, wenn Status Quo, der erste Takt, man weiß sofort, die und die Gruppe. Ja. Bee Gees, gut, wenn man jetzt die meisten Lieder kennt oder alle Lieder kennt, weiß man, okay, das ist Bee Gees, aber es ist so abwechslungsreich und... Die haben ja nicht nur ihre eigenen Sachen, die haben ja auch für andere Interpreten geschrieben und gemacht. Und das heißt, Sie würden auch jede Single erkennen, oder? Ja, nicht unbedingt, aber... Wir haben nämlich nachher noch was für Sie vorbereitet. Ja, habe ich mir beinahe gesagt. Wir werden später nämlich ein kleines Quiz mit Ihnen beiden machen. Okay. Dann werden wir mal gucken, ob das klappt mit dem Singles erkennen, aber das machen wir später erst. Mhm. Vorher wollen wir jetzt noch mal zu Ihnen nach Hause gucken, denn ich habe es ja eben schon angesprochen, alles, was hier im Studio ist, das ist nur so der mini-kleine Teil, den die beiden zu Hause haben. Wir waren natürlich vor Ort mit der Kamera und das schauen wir uns jetzt mal an. Die Fußmatte lässt ja einiges erwarten. Hallo, herzlich willkommen im Private Bee Gees Archiv. Die Bee Gees Welt von Anja und Detlef Wange. Kein Fleckchen Wand ohne Foto, Poster oder Konzertplakat. Die Bee Gees bestimmen den Alltag. Aber auch der schönste Tag im Leben der beiden war den Bee Gees gewidmet. 2007 haben sie geheiratet in Miami, weil da Barry, der älteste der Bee Gees-Brüder, wohnt. Zur Hochzeit luden sie ihn ein, er kam nicht, ein Erinnerungsfoto gab es trotzdem. Nach der Hochzeit sind wir nochmal vorbeigefahren und haben Anjas Brautstrauß vorbeigebracht. 2009 war das letzte Konzert von B.G. Robin in Frankfurt. Erklärter Liebling von Anja. Wir waren damals mit der Kamera dabei. Anja auch, wie wir zufällig beim genaueren Blick ins Archiv festgestellt haben. Ihr schönster Fanmoment, ein persönliches Treffen mit Robin. Ihr traurigster Fanmoment, Robins Tod 2012. Die Uhr steht seitdem auf 22.46 Uhr. Das ist der Zeitpunkt, an dem Robin eingeschlafen ist. Auf dem Moment haben wir die Uhr gestellt und ja, um so immer ein Stück weit ihn in Erinnerung zu haben, wobei er ist immer bei uns im Herzen. Wir schauen uns weiter um. Gang in den Keller. So ein Bee Gees Fanleben bedeutet jede Menge Arbeit. Detlef archiviert alles, was ihm von den Bee Gees je untergekommen ist. Und Anja zeigt uns, wie viel das ist. Tausende CDs, Kassetten und Schallplatten. Und weil die Platten viel zu schade zum Auflegen sind, hat Detlef sie alle in Schutzhüllen gesteckt. Sicher ist sicher. Darf sie die einfach anfassen? Eigentlich schon. Mittlerweile schon, ja. Die einzelnen Songs hat Detlef aber eh im Computer. Auch das Lied, das ihn als damaligen DDR-Bürger in den 70ern zum Fan werden ließ, Jumbo.
Die hat mein Bruder sich von seinem besten Freund geliehen gehabt. Und wenn mein Bruder nicht zu Hause war, habe ich sie gespielt. 40 Jahre später sind er und seine Frau die größten Experten und Fans der unvergessenen Bee Gees. Abschließende Frage, warum eigentlich? Und die singen mit so viel Gefühl, mit so viel Harmonie und das ist einfach berührend, das geht so unter die Haut und von daher, also für uns persönlich gibt es nichts anderes außer Bee Gees. Nie was anderes, das heißt jeden Tag laufen bei Ihnen die Bee Gees im Wohnzimmer zum Aufstehen überall oder wie stellt man sich das vor? Ja, größtenteils doch. Also die gehören einfach dazu. Liegt das auch ein bisschen daran, dass Sie sich ja im Prinzip auch über die Bee Gees kennengelernt haben? Ne? Wie war ja. das damals? Ich habe über eine Internetplattform mal eine CD ersteigert und zufällig bei Detlef. Ja, und das war halt eine CD von Robin Gibb, die ich nicht kannte. Das war dieses Teil hier. Und ja, die hat mir so gut gefallen. Ich musste einfach mit diesem Herrn dann halt Kontakt aufnehmen. Hab dann mal so geschrieben, ja, okay. Wie es denn zu dieser CD kommt, weil ich kannte sie halt nicht und das ist halt eine Fanpressung. Und ja, das hat mir so gut gefallen. Ich habe gefragt, ob es noch mehr davon gibt, weil Greatest, denke ich mal, gibt es vielleicht eine Greatest 2? Mhm. Und ja, und hat er mir dann irgendwann gesagt, ja, es gibt noch eine Greatest 2. Und das ist dann diese hier? Ja, das ist das andere Teil. Ja, genau. Und ich sage, ich war so begeistert von der Musik, speziell von Robin, seinen Songs. Es sind auch Sachen drauf, die ich nicht kannte vorher. Und auch. Warum haben Sie die entbehren können? Weil Sie sind doch auch so ein großer Fan, ja, oder hatten Sie die doppelt? Ich hatte sie zweimal oder die erste sogar dreimal. Die habe ich aus Spanien bekommen damals. Und ja, eigentlich reicht ein Exemplar und habe ich sie angeboten und... Und dann haben Sie also so hin und her gemailt und dann mal telefoniert und dann irgendwann erstes später. Treffen. Später, ja. Später das erste Treffen, ja. Und dann direkt, dong, verliebt. Ja, wie gesagt, wir haben gesagt, wir sehen erstmal, wenn es Klick macht, ist okay. Und wenn nicht, dann trinken wir noch einen Kaffee und dann fährt jeder wieder nach Haus. Und das ist das denn besser für eine Beziehung, wenn man so eine gemeinsame Leidenschaft hat? Oh ja, hat? Oh ja. Auf jeden Fall. Also, weil wir erleben gemeinsam so viel mit den, also um die Bee Gees. Wenn man jetzt einen Partner hat, der sich dafür absolut nicht interessiert, man denkt immer, man muss jetzt alles für sich, aber das ist aber nicht so. Zu zweit ist das alles einfacher. Man sagt, wir machen heute das oder wir fahren zu der Tribute Bee Gees Band und wenn man jetzt einen anderen Partner hat, der sich dafür überhaupt nicht interessiert, dann muss man immer abwägen, kann ich jetzt damit kommen, schon wieder auf ein Konzert zu fahren oder so. Ist schon einfacher, wenn man jemand hat. Wir gucken noch mal ein bisschen zurück, denn Sie haben uns ja Bilder mitgebracht vom ersten Treffen, das Sie dann tatsächlich persönlich hatten. Das war, glaube ich, 91. Ja, ne? Genau. Wir können ja mal auf die Bilder gucken und Sie können ein bisschen erzählen. Genau. Ja, das war 1991. Da habe ich Robin das erste Mal vor dem Studio getroffen in Miami Beach. Ja, das war für mich einfach der bewegendste Moment im Leben. Endlich mal seinen Star hautnah zu sehen. Ich habe da schon jahrelang von geträumt, seitdem ich Teenager war. Und das mal live zu erleben, dann ihn und seine Brüder halt vor allen Dingen auch zu erleben, das war schon ein mega Moment. Also wie waren die denn? Also waren die nett? Waren die offen, auf dem Boden geblieben oder eher abgehoben? Die sind absolut bodenständig. Ja, die kommen ganz normal aus dem Studio raus. Die haben weder einen Leibwächter dabei, weder irgendwelche... keine Ahnung, Leute, die so begleiten, die steigen in ihre Autos rein, die bleiben stehen, wenn Fans da sind, die geben Autogramme, die lassen sich fotografieren, die sind absolut bodenständig. Die Leidenschaft war ja schon ein bisschen früher da. Sie haben es ja eben schon gesagt, Sie waren, glaube ich, 11. Ja. Und wir haben diesen Auftritt, der da quasi schuld daran ist, dass Sie sich so in diese Band verliebt haben, den haben wir natürlich mal rausgesucht. Wow. Don't
das jetzt zu sehen? Immer wieder begeistert. War das dann auch so der erste Popstar dann so mit 11, wo man das wirklich wahrgenommen hat? Also wie ist das, wenn man mit 11 dann da auf so ein Konzert kommt? Und ich meine, damals waren das ja auch nicht alles diese Riesenkonzerte, die man von heute kennt, sondern man kam tatsächlich ran, ne? Ja gut, auf Konzert ging ja zu dem Zeitpunkt nicht, weil wir sind ja aus der ehemaligen DDR gekommen und uns war es halt nicht möglich gewesen, da irgendwo an Konzerttickets oder so ranzukommen und geschweige denn irgendwo in die westlichen Gebiete halt zu fahren und von daher, und dann hängt man vor dem. Ja, da war halt das 1991, das war für mich einfach nur der große Moment und ich habe daraufhin ewig hingefiebert und extra einen Kredit aufgenommen damals. Ah ja gut, ich war noch blutjung gewesen, was sollte ich machen? Ja, also, aber das war es mir einfach nur wert. Aber Herr Wange, jetzt ist das, wenn die eigene Frau, ne, wenn die dann so einen anderen Mann so toll findet und das schon so lange, wird man da nicht auch mal ein bisschen eifersüchtig? Relativ nicht. Weil man weiß, Robin ist in guten Händen mit seiner Edwina und von daher gab es eigentlich Eifersüchteleien überhaupt nicht. Absolut nicht. Also. Ja, es ist auch eine andere Art der Liebe, die man halt so einem Star hat. Also ist dann eher die Musik und das Ganze drumherum, was man damit verbindet, dieses... Ja, ich meine, der Mensch an sich schon, aber es ist halt, ja, es ist halt eine andere Schiene, die man halt mit so einem Star halt hat, als die man ihn liebt, sozusagen, ja, wie dass ich meinen Mann habe. Das ist was ganz anderes. Ach ja? Wie ist es dann bei Ihnen gewesen? Also bei Ihnen... War es trotzdem auch die Personen oder dann doch eher die Gruppe an sich, die Musik alles? Eigentlich die Musik. Die Musik, die mich von Anfang an infiziert hat, kann man schon fast sagen. Denn von 68, als ich die erste Platte in den Händen hielt, das war damals so ein Moment, wo man sagt, ja, das ist eine Platte, die kommt von drüben, haben wir es früher mal gesagt. Und ja, da war man dann schon glücklich, überhaupt eine Platte mal in den Händen zu halten. Ich meine, bei uns gab es auch Musik, aber eben der extremeren Art. Ja. Und ich habe die Platte bestimmt 20, 30, 40 Mal gehört. Und von da ab hat es... Wie damals bei Anja. Also. Ja, jetzt haben Sie ja mittlerweile wahrscheinlich tatsächlich alle Platten, alle CDs, was man also so haben kann. Nein, uns fehlen noch, also aus der Anfangszeit aus Australien. Die Platten sind heutzutage kaum zu bezahlen, also wenn man sie überhaupt kriegt, heißt das. Ja, was schafft es denn in Ihre Sammlung? Sie haben ja gesagt, Sie haben tausende Stücke, also was kommt rein, was ist nicht so interessant? Also interessant ist eigentlich alles, ob es jetzt eine Coverversion ist, wird genauso genommen. Ja, sie muss sich irgendwo abheben von den anderen Alben. Wir haben zum Beispiel jetzt diese Love Songs, das ist also eine Compilation. Da haben wir bestimmt 32 Stück, also aus verschiedenen Ländern, mal in einer Holzbox, also die kommen dann aus Hongkong. Ja, die haben schöne Holzboxen mit dem Logo von den Bee Gees richtig eingebrannt. So was. Bei uns, die sind alle so. Ja, du kriegst eine Platte oder eine Plastikhülle, einfach stupide, nicht irgendwo ein bisschen mit Engagement gemacht. Ja. Wo liegt denn sowas preislich eigentlich, weil Sie es ja eben angesprochen haben, dass man das zum Teil kaum bezahlen kann. Also was sind so die Spannen, wenn man jetzt so eine ganz alte Platte bekommen will? Ja, ich denke mal, die ersten aus australischen Pressungen ab 200 Euro aufwärts. Für eine LP. Wenn man die dann alle haben will, das geht natürlich ordentlich ins Geld. Nee, und wir haben uns da auch irgendwo auch ein Limit dann gesetzt, weil irgendwo hat man dann nachher den Überblick nicht mehr. Ja? Und man hat irgendwo jetzt ein Limit, bis dahin geht man und wenn... Na klar, sonst kommt am Ende des Monats irgendwann die Kreditkartenabrechnung. Das passiert öfter schon. Ja. Wir schauen uns noch mal ein Foto an, und zwar von Ihrem Auto. Denn das haben Sie ja sozusagen auch ganz Bee Gees-mäßig gebrandet. Das ist echt süß. Was sagen denn die Leute, wenn sie damit unterwegs sind? Ja, es ist schon ein Hingucker. Also, sie gucken schon hinterher. Und vor allen Dingen, wenn wir mit Bee Gees-Fans unterwegs sind, dann stellen wir immer die Fragen, wem welche Platte nun zugeordnet wird, welchen Buchstaben. Mhm. Weil das ist ja nun nicht einfach nur mal so
Bee Gees dahin geschrieben. Das hat ja auch, jeder einzelne Buchstabe hat ja ein Plattencover in sich. Ah, okay. Ja, und dann wird halt schon mal die Frage gestellt, weißt du denn, welche Platte ja, das war? Die normalen Bee Gees-Fans, ja, die können dir ganz genau sagen, ja. Der Buchstabe T ist aus der und der Platte. Und genau. Klasse. Das klappt schon. Wir sprechen gleich weiter. Wir kommen jetzt kurz zu unserem Service-Thema. Das sind nämlich Kopfschmerzen. Ist das was, womit Sie öfter auch mal zu kämpfen haben? Aber kurz vor der Sendung hatte ich Kopfschmerzen, wollte mich schon machen lassen. Das war wahrscheinlich die Aufregung. Das ist jetzt hoffentlich weg, aber sonst haben wir ja einen Arzt. Das ist total weg.